So viel Platz hat die Kehrmaschine am zentralen Omnibusbahnhof in Wismar ganz selten. Bis 10 Uhr fuhr am Donnerstag kein einziger Bus in der Hansestadt und im gesamten Landkreis. Vor allem für Eltern und Schüler war das ein Riesenproblem. Sie mussten irgendwie selbst dafür sorgen, in die Schule oder die Arbeit zu kommen. Auf den Straßen war entsprechend viel los. Um Punkt 10 Uhr dann fuhren die Busse aus ihren Depots. Es dauerte allerdings bis zum Mittag, bis tatsächlich wieder alle Strecken planmäßig bedient wurden. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu diesem landesweiten Warnstreik aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für Straßen- und Busfahrer.